Guten Abend. Herzlich willkommen zur aktuellen Kamera in Ihrem ZDF, dem Zonenfernsehen des Volkes. Guten Abend. Bei der feierlichen Eröffnung der 18. Volkskammer in Berlin hat die Genossin Angela Merkel, die Vorsitzende des Politbüros des ZK der CDU, Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland und der angeschlossenen europäischen Vasallenstaaten... Müssen wir das jetzt jedes Mal sagen? Jaha! Danke, jetzt kann ich noch mal von vorne anfangen. Angela Merkel, Vorsitzende des Politbüros, gütige Alleinherrscherin und so weiter und so weiter, hat in Berlin die Grundzüge einer völlig neuen Politik erläutert. Und genau darum hat es zu gehen, um den Menschen im Mittelpunkt unseres Handels. Leck mich am Arsch, dass da noch keiner vorher drauf gekommen ist. Politik für Menschen. Hurra! Während andere Parteien sich ausschließlich um Tiere oder Gegenstände kümmern, steht bei Angela Merkel ab sofort der Mensch im Mittelpunkt. Die arme Sau. Gute Nachrichten für die Blockflötengesichter der sogenannten Oppositionsparteien. Grüne und Linke dürfen zwar, wie jetzt bekannt wurde, auch in Zukunft nicht länger als 8 Minuten im Bundestag sprechen, müssen aber dafür nach Reden der Kanzlerin mindestens 10 Minuten klatschen. Weil zur Wiederhandlung geht's ohne Südfrüchte ins Bett. Auf der Industriemesse in Leipzig übergab Internetminister Alexander Dobrindt der Bundeskanzlerin heute das erste abhörsichere Mobiltelefon. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung des DDR-Handys Robotron Thälmann 2000. Seine russische Software kann von keinem heutigen NSA-Computer mehr entschlüsselt werden. Direkt im Anschluss bewies der weltgewandte Digital Native Dobrindt einmal mehr, wie tief er bereits in die komplizierte Online-Materie eingedrungen ist. We want to boost modernization. Last is not last a merit of you. Importance of digitalization and access to data and enthusiasm, the outstanding position digital infrastructure. What does it mean? Yes, what does that mean? I know that not. Say you it me. Ja. Zum nächsten Thema. Kurz nach dem erfolgreichen deutschen Einmarsch in Mali besuchte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen unsere siegreichen Truppen, um ihnen die Anerkennung des Politbüros und der... Verzeihung, da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Das war natürlich nicht Ursula von der Leyen, sondern Hildegard Hambrücher. Der verantwortliche Redakteur wird sofort zur Rechenschaft gezogen. Zum Sport, meine Damen und Herren. In Sotschi sind heute die ersten deutschen Olympioniken eingetroffen. Darunter unsere große Medaillenhoffnung im Eiskunstlauf der Damen, die bezaubernde Bärbel Schwagalla aus Karl-Marx-Stadt. Übrigens ehemalige deutsche Meisterin im Telefonbuch zerreißen. Petra? Ja, zum Schluss noch eine schöne Meldung aus der Welt der Stars und Sternchen. Sarah Wagenknecht heiratet Markus Lanz. Herzlichen Glückwunsch und... guten Abend. Guten Abend.